Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Monsters. Ja, immer noch ein bisschen erkältet. Aber das erste, was wir jetzt erstmal machen, wir werden jetzt mal ganz schnell schlafen gehen. So. Halbes Labyrinth. Sagen, da ist bestimmt irgendeiner in der anderen Welt. So, nachdem wir jetzt gestern schon mal angefangen, oder ja, für euch ist es gestern, für mich war es heute, sagen wir einfach in der letzten Folge, da wir in der letzten Folge angefangen haben, schon mal eine bessere Essensversorgung aufzubauen, wollen wir jetzt mal schauen, dass das Skelett da unten mal stirbt. Und ich habe langsam auch so ein bisschen die Schnauze voll von diesem hässlichen, dieser Ausrüstung, weil so mit dieser Spitzhacke und dem Schwert kommen wir nicht wirklich weit. Und da wollte ich, da war der Berg. Das wollte ich dann jetzt so lösen, dass wir jetzt abends ein bisschen Werkzeug von Tinkers Construct machen. Wieso Tinkers Construct? Naja, man kann so selbst bestimmen, was man für Werkzeuge haben möchte, wie es aufgebaut ist, was man alles drauf haben möchte. Und es sieht recht gut aus, macht einen schönen Eindruck. Da kommt Wasser rein, okay. Und es ist auch ein bisschen aufwendiger und es ist nicht so ganz geschenkt. Also ist es ein richtig toller Mod. Gut, dann schwimmen wir jetzt mal wieder hoch. Mache das hier noch weg, das werde ich später dann auffüllen. Wir werden aber noch ein bisschen mehr Sand brauchen und ein bisschen Schutz vor Creepern. Tschüss. Ja, auf das kann man aber nicht, da nicht so wirklich scharf. Ich weiß gar nicht, wofür ich es brauchen sollte. So, dann machen wir noch einen zweiten Stack voll. Oh, das ist lecker gerade. Ich glaube, das war gerade irgendeiner bei Kunden. Dann, was brauchen wir noch? Ich habe jetzt auch mal hier so French Vanilla Kaffee gemacht. Ach du Kacke, ich bin da unter Schwule, wenn ich das aus sozusagen. French Vanilla Coffee. Ach du Kacke, ich könnte. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gravel. Jetzt können wir einfach, indem wir Sand mit Clay und Gravel kombiniert, bekommen wir Ground. Okay, der Spruch, I have Ground. Für die, die es nicht kennen, wie heißt der Film mal? Guardians of the Galaxy, glaube ich. Weiß ich gerade nicht genau. So, auf jeden Fall. Auf diesem Ground, wenn wir den jetzt im Ofen schmelzen, bekommen wir Sear Bricks und die brauchen so ziemlich den Grundstoff für den ganzen Mod für die Smeltery. Hier habe ich noch ein bisschen Fried Rice gemacht, wenn ich mich auch momentan von der Erde. So, und in der Zwischenzeit können wir dann mal ein, zwei, naja, sagen wir mal, können wir uns dann mal einen Baum genehmigen. Weil wir werden auch noch ein bisschen Holz brauchen. Ich werde jetzt auch bestimmt keine neue Axt machen. So.
Vielleicht reicht das sogar schon. Ich nehme aber trotzdem noch einen zweiten Baum mit, vorsichtshalber. So. Ich hatte euch ja dann mal gefragt zu dieser Mod-Vorstellungsfolge, wie euch das gefallen hatte soweit und ob ihr sowas öfters sehen wollt. Und da habe ich jetzt schon gesehen, dass ihr gerne mal den Mod Rotary Craft erklärt bekommen würdet. Hartes Stück. Habe ich mich so überhaupt noch gar nicht mal mit auseinandergesetzt. Klingt aber sehr interessant. Werde ich mich mal ranwagen, aber erwartet bitte nicht zu viel. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt hier im Botshelter dabei haben. Aber ich werde mich auf jeden Fall damit mal auseinandersetzen. So ein paar Grundkenntnisse habe ich doch. Das heißt, wenn meine Rüstung geht, nicht mehr. Oh. Können wir schon mal Ground mitnehmen? Oder ein paar hier Bricks? Ja, da sind doch schon mal 28, die was ich sag mit. So, und zwar werde ich jetzt gleich hier unten mal die Essenz-Baby-Wäsche abbauen. Hier ist irgendwo wieder ein Zombie-Wäsche, keine Ahnung wo. Da brauchen wir als nächstes ein paar bestimmte Tische. Und dafür brauchen wir Black Patterns. Die werden. Oh, wir bekommen Vieh sogar raus. Das ist mal eine gute Neuerung. Diese Black Patterns bekommen wir so und wir brauchen dann halt einmal den Stencil Table. Wir brauchen den Part Builder. Wir brauchen die Toolstation und was ich mir da noch gerne machen würde, wir brauchen noch eine Pattern Chest. Das sind so ziemlich die wichtigsten Table. Das machen wir mal so. Der Part will das selbe übernehmen und hier die Toolstation. So, was ist jetzt was? Stencil Table? Wer? Wow, das haben sie echt cool gemacht. Ah, das ist sie wieder am Zaffen. Joho. Gut, wenn wir uns jetzt einfach so ein paar Stencils machen, machen wir einfach so mit 12. Die tun wir jetzt mal hier rein. Sagen wir brauchen jetzt eine Toolrod und wir bekommen hier raus eine Toolrod Pattern. Wir brauchen eine Pickaxe Head, Shovel Head, Tool Binding. Was brauchen wir noch? Headshot, ne, Axe-Head. Das sind auch so ziemlich die Sachen, die wir brauchen. Skyfed können wir vielleicht auch nochmal machen. Das tun wir jetzt erstmal alles hier rein. So, wenn wir es hier reinschauen, das können wir dann einfach hier benutzen. Da machen wir es am besten auch schon mal hier die Halssachen fertig. Wir haben jetzt als Beispiel ein Wood-Tool-Rod. Kommt man das Ding als Abfallprodukt? Kann man das eigentlich schon mal? Ja, das kann man sogar. Cool. Dann bekommen wir eine Wooden Pickaxe Head. Shovel. Tool Binding. Dann baue ich gerade noch das restliche Holz auf. Das brauchen wir gerade eh nicht mehr wirklich. Machen wir uns einen Axtkopf. Und jetzt. Geil fett. So. Jetzt haben wir hier schon mal Holzteile. Ist ja alles sehr schön und gut. Aber was machen wir da jetzt mit denen? Hier kann man die fertigen Sachen zusammensetzen. Wie man hier sieht, wir könnten uns jetzt zum Beispiel hier mit dem Holzkopf, mit dem Toolrod und Wooden Binding könnten wir jetzt eine Wooden Pickaxe machen. Hat Durability von 97, meine Level Iron. Ziemlich scheiße. Das wollen wir ändern, indem wir dann einfach ein bisschen mehr mit besserem Material arbeiten und dafür brauchen wir die Smeltery. Wie wird die Smeltery aufgebaut? Wir brauchen ein 3x3 Loch.
Da kommt die Seat Briggs rein. Ja, der war scheiße. Da kann ich, glaube ich, mal derzeit den French Vanilla Coffee so füllen. Der muss sogar gewaschen werden. Okay, gut zu wissen. Schmeiße hier schon mal wieder nach. Habe ich einen Eimer dabei? Ja, habe ich. Ja, das ist ja schon sehr gut, dass wir noch was auf Reserve haben. Seat Briggs. Ich werde jetzt erstmal die kleine Bimbo-Smeltery machen, weil wir erstmal nicht so viel brauchen. Dann wird hier die Wände aufgebaut. Die Fackel kann man hier kurz weg. So. Was wir jetzt noch brauchen, sind Smeltery Drain, Controller, Tank und Faucet. Und dann noch die Becken. Dafür hüpfen wir nochmal schnell zurück, weil ich mal wieder raus. Wir brauchen, wie gesagt, einen Smeltery Controller. Smeltery, die ist hier Faucet. Machen da direkt zwei, ihr werdet gleich sehen, wieso. Obwohl ich bezweifle, dass es noch welche gibt, die man nicht kennt, aber ich sag mal unter der aktiven Minecraft-Community, aber gibt ja alles, kann man eigentlich schon setzen. Jo, wusste ich doch gar nicht. Dauert aber lange, ziemlich dickflüssig. Dann nehmen wir uns schon mal ein Glas raus. Können aber in der Zeit schon mal hier die Beeren und die Büsche rein. Legen wir uns aber schlafen. Und dann können wir uns nachher schon die erste Spitzhacke machen. Und zwar werden wir aus einer Stahlpickaxe machen. Auch endlich die Bär außerhalb des Fensters raus, gefällt mir schon mal. So, dann schauen wir mal, wie weit das jetzt unten ist. Dann placken wir mal hier den Smeltery Controller hin. Hallo von der Bausch. So. Machen uns einen Smeltery Tank, ein Sear Tank und zweimal den Drain und dann machen wir uns jetzt einmal ein Casting Bazaar. Platzen hier das Ganze hier schon mal. Und zwar setzen wir mal hier die Zier Tank hin und die Drains hier mit Faucet. Und hier was machen wir dann auch weg. So. Wie sieht das hier unter aus? Kann ich mal nachfüllen. Und wir machen den so, machen mal einen Ziert Brick und wir haben den Casting Table. Platzieren den Ziert Brick, die Smelter hat sich verbunden, die ist quasi soweit fertig. Nein, das sollte ich nicht da setzen, das sollte dahin. So, die Smelter ist soweit fertig. Sieht so schon mal recht lustig aus, aber es geht auch höher. Und wir haben jetzt hier so ein kleines 3x3 Feld. Was braucht die Smeltery, damit sie arbeitet? Lava. Aber ja was? Geben wir es aber 2 Eimer holen. 1. Bin ich froh, dass der Eimer dann wieder weg ist. Ich habe schon gesehen, dass ich da gleich reinfalle. Jeden Moment.
das, was man schon mal so weiter hat. Das Gold nehmen wir schon mal mit. Und Fried Rice nochmal. Gut, mal rein. Ich bin immer noch kein Freund davon, dass mit diesen verschiedenen Essensmethoden. So, das ist jetzt aufgefüllt. Und wir schmeißen jetzt ein bisschen Gold rein. So, wie man sieht, Gold ist ja der Schmelzer drin. Es ist auch am Backen. Was ist jetzt die Absicht davon? Wenn wir jetzt hier die Pickaxe einlegen und warten, bis das Ganze geschmolzen ist, können wir die darin ablassen und wir haben eine Gussform. Und dafür habe ich ja nochmal den Pattern Chest gemacht. Wo habe ich das? Ah, hier. Ich mache dann mal eine zweite Pattern Chest. So, Black Pattern. Eine für die Holzformen und eine für die Gussformen. Circa 7 Minuten. Dann kommen wir leider doch nicht mehr zu den besseren Spitzhacken. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal hier die Gussform fertig. Also diese Gussformen gehen dann halt mit Gold kann man die machen oder mit Aluminium Brass. Schon mal schnell, ob ich das finde. Das machen wir einfach mal anders. Wird gemacht aus Brass Bucket oder Blank Cast. Da. Oder indem wir einfach 48 Millibuckets Molten Aluminium mit 16 Millibuckets Molten Kupfer verbinden. Machen wir einfach mal so, damit ich sehe, was wir schon haben. Die Schaufel brauchen wir doch. Sehr schön. Und die Wundskeife. Wie viel haben wir noch drin? Das war der letzte. War sogar zu wenig. Dann schmelzen wir doch mal zwei. Oder warte, wir brauchen, glaube ich, dann doch nur einen noch. Ich gehe auch schon mal nach oben, weil wir doch ein ganz bestimmtes Material gebrauchen können. Und zwar haben wir einen Block of Steel, den können wir auch nochmal einschmelzen, wenn ich das gerade finden würde. Hier. Und das Steel, das können wir dann auch für Material benutzen. Und wie wir sehen, der Steel Pickaxe hat Mining Level Kobalt und darauf habe ich das abgesehen. Weil Kobalt kann man nicht, wenn ich mit einer Eisenspitzhacke oder sogar mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Man braucht dafür sogar noch eine Alubite-Spitzhacke. Wie Alubite gemacht wird, ich hoffe, dass der das jetzt findet. Jawohl, Alubite ist eine Legierung aus Aluminium, Eisen und Obsidian. Und wie man hier sieht, hat meine Level Kobalt. So, die machen wir jetzt auf jeden Fall auch fertig. Sehr schön. Dann nehmen wir den Pickaxe-Set. Machen den Block of Steel auf. Und schmeißen zwei Barren rein. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das Wooden Binding. Die Gussform, die wir aber gerade nicht brauchen, tue ich mal gerade weg. Macht nichts, dass wir das Wooden Binding jetzt vergessen haben. Das lässt sich noch über eine andere Art und Weise machen. Und zwar können wir ganz einfach noch ein Binding über Zuckerrohr machen. Wer jetzt fragt, hä, was? Metallspitzhacke und es wird festgehalten über eine Pflanze. Nein, sogar noch besser, über Papier.
Jetzt werden mich bestimmt einige schon für total Bischu gehalten. Hat alles seine Richtigkeit. Wir können jetzt einfach hier ein Paper Binding machen. Das hat die Fähigkeit Writable. Writable, das bringt einen sogenannten Modifier dazu. Was die Modifiers sind, können wir schon mal hier reinschauen. Hier sieht man, dass man hier so ein paar Sachen reinhauen kann. Und ich will mal schauen, ob ich noch die Bücher habe. Oder wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Spitzhacke. Die machen wir doch gerade fertig. Und dann beende ich die Folge. Damit der Sigurin dann seine, ach was, umspielen kann. Und ihr wollt ja auch noch die Folge von gestern haben. Ich nehme die gerade noch an einem Stück auf, wie ihr bestimmt hört. Wenn ihr das schon mitbekommen habt. Lava wird da schon einiges verbraucht, also man bräuchte schon eine gute Lavaversorgung, was beim Desert eigentlich soweit ganz gut geregelt ist. So, das lassen wir jetzt hier ran ab. Es erkaltet und wir haben eine Steel Pickaxe. Wir brauchen mal Kompass oder zwei. Sehr schön. Das ist soweit fertig. Dann können wir jetzt einfach hier nehmen wir den Steel Pickaxe. Wir brauchen eine Toolrod-Ord. Wir haben eine Steel Pickaxe Vitamin. Der könnte eigentlich doch einen Namen verpassen, sagen wir mal. Dosch. Und die wird dann Dosch heißen. Machen wir mal. So, nachdem wir sie Dosch haben, schauen wir mal, wie gut die abbaut. Ist doch schon mal was, kann man mitnehmen. Aber ich würde sagen, die Smeltery machen wir dann in der nächsten Folge noch ein bisschen effizienter. Oder gesagt, die Werkzeuge machen wir sogar noch ein bisschen besser. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in den Kommentaren. Ich würde auch mal beim Sigurin vorbei, der würde sich auch über ein Abo und Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play in Minecraft Spot Science habe. Bis dahin, tschüss.